Mich fragen immer wieder Musikliebhaber und Opernbegeisterte, wie wir es nur schaffen, dieses Bayerische Staatsorchester, diesen Klangkörper über Generationen auf solch absolutem Weltniveau zu halten. Wir arbeiten Tag für Tag an unserer Zukunft. Und das mit einer konsequenten Förderung neuer Spitzentalente. Und dafür braucht es natürlich eine perfekte Plattform. Ich heiße Jean Hommel, bin aus Luxemburg und war zuletzt an der Staatlichen Musikhochschule in Freiburg. In der Orchesterakademie aufgenommen zu werden, hat mir wahrlich die Augen geöffnet und geholfen, besser zu verstehen, auf was es im großen Orchester wirklich ankommt. Im mentalen Training wird bei ganz anderen Parametern angesetzt als im Instrumentalunterricht. Es geht dabei vor allem um die Bewältigung von extremen Stresssituationen, wie zum Beispiel dem Probespiel. Okay, super so an, Katrin. Gucken wir uns später ein Video an, um auch mal zu gucken, wie du jetzt bei den schnellen Stellen schön gleichmäßig gespielt hast. Es ist fantastisch, wie die Orchesterakademie mir ermöglicht, so eine riesengroße Bühne wie die der Bayerischen Staatsoper von ganz nah zu erleben. Mein Name ist Gabriel Stiele. Mit 7 Jahren habe ich angefangen, Horn zu spielen. Dann war ich Mitglied in verschiedenen Jugendorchestern und studiere jetzt an der Hochschule für Musik und Theater in München. Seit gut 1,5 Jahren bin ich in der Orchesterakademie. In der Oper geht es immer um große Gefühle und Illusionen. Dazu braucht es ein hohes Maß an Technik, sowohl hinter der Bühne als auch bei uns Musikern. Im Einzelunterricht mit den Musikern aus dem Orchester arbeiten wir an der Orchesterliteratur und auch an der Sololiteratur. Mach's gleich nochmal. Anfang mehr mit Schwung, das heißt mehr Trampolineffekt auf dem B. Es geht dabei vor allem um die Spieltechnik und von so viel Erfahrung zu profitieren ist einfach unglaublich wertvoll. War sehr überzeugend schon und darum geht's beim Probespiel. Um hier zu spielen, haben wir lang gearbeitet. Mein Name ist Ann-Kathrin Zacharias und ich habe Klarinette an der Musikhochschule in Stuttgart studiert. Wenn man als Musiker etwas erreichen will, muss man viele Entwicklungsstufen nehmen. Ich habe schon vor der Akademie in verschiedenen Orchestern als Aushilfe gespielt und viele Meisterkurse besucht. Es macht echt sehr viel Spaß, hier zu lernen, sich im Orchester und in Kammermusikensembles einzufügen und harmonisch zusammenzuspielen. So entsteht jedes Mal etwas Neues. Die besondere Förderung hier öffnen sich für uns viele Türen. Letztlich ist jedes Unternehmen nur so gut wie sein Nachwuchs. Und die Siemens AG weiß und die Bayerische Staatsoper weiß, wie wichtig Nachwuchsförderung ist. Und deshalb unterstützt Siemens die Orchesterakademie seit vielen Jahren. Natürlich gewinnen durch den lebendigen Austausch mit jungen, mit vielseitig ausgebildeten und kreativen Menschen wir und unser gesamtes Haus. Ich bin daher sehr froh und ich bedanke mich bei allen, die das ermöglichen.